Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Shin Megami Tensei 3. Wir sind hier immer noch im Turm von Kagatsuchi und wir versuchen hier verzweifelt, ich habe keine Ahnung, hier weiterzukommen. Also ich bin jetzt hier rechts und links gelaufen, das hat nichts gebracht. Also von rechts und links gelaufen meine ich hier, Entschuldigung. So, hier weiter marschieren, hier weiter. So, jetzt gehe ich hier mal nach rechts. Wer stört? Okay, ihr stört. Gut, dann musst du zuerst dran glauben. Denn du bist ja gegen Magie immun. Und das ist halt jetzt sehr unpraktisch. So, dann geht's hier weiter. Mana-Entzug. Die summt immer. Ja, da hast du genau den richtigen getroffen. Genau den richtigen. So, 1, 2, 3, super. Aufhören. Jawohl. Du greifst bitte nicht an. Ah, wobei, Mana-Entzug. Tun wir das. Wir entziehen ihm Mana. Hardestoß. Oh, das war ein Critical an Drohnen. Nicht so nice. Nochmal Mana entziehen. Yes, dann kann ich ihn auch heilen. Drohnen? Ich weiß es nicht. Komplette TP-Regeneration der Gruppe. Verstummungsblick. Übergeben. Komm, setz du mal den Gletscherstoß ein. Zweimal getroffen. So, da sind wir bei 160. Vergeltung. Komm, Shitstorm, den schaffst du. Nein, doch nicht. So, jetzt werden einfach mal alle angreifen. Jawohl, das absorbiere ich. Ja, natürlich nicht. Das ist seine Schwäche. 206, sehr gut. 1806 Erfahrungspunkte. Yay. So, ich muss ins Menü. Ich muss mich erst heilen. Beziehungsweise Drohnen muss ich heilen. Komm, und heile ich auch noch mit. So, dann einmal hier rein. Okay, erstmal stehen bleiben. Das ist alles so schwierig. Aber ich muss hier rüber. Das Licht wurde in der Dunkelheit ausgemerzt. Du bist sanft auf dem Boden gelandet. Dämonen sind in deiner Präsenz ruhelos. Okay. Das werde ich dann jetzt wieder einsetzen. Skill Pisaka. Estoma. Liftoma. Und Lichtoma. So. Und dann schauen wir mal weiter. Natürlich. Hallo. Moment. Gletscherstoß. Natürlich nicht. Alles klar. Dann machen wir das eben so. Verfehlt. Elektrizität. Ich verstehe. So, und das dürfte es dann jetzt gewesen sein mit ihr. Ja, du verträgst ein bisschen mehr, glaube ich, oder? Jetzt kann ich mich hier erstmal gleich wieder heilen. Lego Mio. 1331 Erfahrungspunkte. Ja, es geht mit der Heilung wieder los. So, zack. Das sollte aber jetzt erstmal reichen. Oh. Komme ich denn hier hin? Nochmal zurück. Kann ich jetzt nochmal hier lang laufen? Tatsächlich. Ey, sag mal, warum kommen hier jetzt die ganze Zeit Monster? Ey, ihr geht mir auf den Sack. Lass mich doch mal hier bitte diese Ecke erkunden. Ihr nervt mich. Mann, das ist ja fürchterlich. Fürchterlich. Die reinste Katastrophe ist das, wirklich. So, Gletscherstoß. So. Ah, der ist raus. Sehr schön. Ah, nein. Ich hätte doch mit dir noch zaubern können. Ja, so, genau. Weg mit euch. 186, das hat echt nicht gereicht. Yes. Gut, seine Schwäche ist das leider. 303. Und das reicht immer noch nicht. Ey, haben wir dich mit dem Eiszauber nicht getroffen, oder was? Ah, Katastrophe ist das hier. Aber immerhin, das sind gute Erfahrungspunkte. Trotzdem nervig. So, ne, jetzt bin ich hier. Und hier bin ich schon mal gewesen. Das ist dumm. Das ist gerade richtig dumm. Verdammt. Ich bin wieder in derselben Ecke. Hä? Hab ich das nicht benutzt? Ja, das ist hier geradeaus die Ecke, wo ich runterfalle, ne? Okay, immerhin. Die sind da. Sehr schön. Moment, die Prominenz.
Okay, dann... Oh nein! Nein, die Elefanten sind kaputt, das habe ich gar nicht registriert. Ich wollte doch... Ich hab's vergessen. Oh Mann. Das ist alles so ein Genervs gerade. 994. Es ist schlimm. So, und jetzt hier wieder runter mit uns. Kann ich hier nochmal den kompletten Weg da hoch? Oh. Sag mal, ey, die Kämpfe, die gehen mir hier mittlerweile so auf den Sack. Das ist ja fürchterlich. Meine Fresse, ey. Hab ich Bock. 470 Erfahrungspunkte. Wir müssen weiter aufsteigen, damit die uns in Ruhe lassen. Das ist ja nervig ohne Ende. So, ich habe auch gerade festgestellt, dass Megiddo gar kein Feuerzauber ist. Ich dachte, das wäre Feuer. Aber dem ist gar nicht so. Genau, jetzt bin ich nochmal hier oben. Bitte jetzt mal. Moment, ich muss mich heilen. Sonst eskaliert das hier wieder. Ah, ich habe keine MP mehr. Oh Mann, das ist doch ein absoluter Traum. Ha? Wo bin ich denn jetzt? Hingelatscht. Oh, ich bin falsch gelaufen. Und hier ist schon wieder der nächste Kampf. Und dann ist das Geilste, die fliehen dann. Da sind jetzt zwei Gegner geflohen. Warum kämpft ihr dann gegen mich, wenn ihr eh abhaut? Warum muss man mich so nerven? Warum? So, jetzt gucke ich mal. Ich glaube, ich sollte mal dahin, oder? Rechts nach oben. Oder ich gehe jetzt einfach mal komplett durch. Ich laufe jetzt einfach mal komplett durch und laufe nach rechts. Ich hatte ja links den Weg genommen, glaube ich. In der letzten Folge. So. Hier bin ich hier. So, hier komme ich hier rüber. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich darf nicht da auf diese Fläche kommen. Komme ich hier rüber? Kann man denn so nerven? Warum sind hier diese nervigen Kämpfe? Das ist ja fürchterlich. Wirklich fürchterlich. 63 erreicht. So, erhöht Stärke um 1. Megiddo erlernt. So, erklärt mir mal bitte, was das für ein Zauber hier ist, damit ich das auch verstehe. Mittlerer Allmachtschaden bei allen Gegnern. Mittlerer. Da kann man sicherlich was weg... Die ewige Ruhe. Weg mit der ewigen Ruhe. Oh, jetzt sind wir mit ihm schon fertig. Versucht deinen Skill zu wandeln, gewähren lassen. Ja, welcher denn? Echt jetzt? Den musst du mir jetzt wegnehmen? Na gut, dafür absorbiert er jetzt Feuer. Möchte mit dir sprechen, hörst du zu? Ja. Du bist meiner Almosen würdig. Du erhältst Lichtball. Na, dankeschön. Für den Lichtball. So, jetzt geht's hier hin. Dann bin ich dort. Ja, das Spiel möchte ja mich dahin führen. Oder? Bringst du mich auch hier hin? Ja. Ja, jetzt bin ich wieder am Anfang. Naja, besser als wenn ich da runterfalle. Ich glaube, ich muss da hinten hin. Die Frage ist jetzt, was meint der Nanaki mit da hinten? Ich weiß, ich zeig's euch gleich auf der Karte. Rechts unten muss ich hin. Da bin ich mir... What the flip? Lässt du das bitte mal sein? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich dahin muss. Verfehlt. Da krieg ich was an mich. Da krieg ich was an mich. Nee. Nee, 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 nee. Und ich gehe hier schon wieder halb tot in den Kampf. Oh, nee. Wie dumm kann man denn sein? Ich bin schon wieder maximal genervt gerade. Was habe ich denn hier? Topf des Todes senkt bei allen Gegnern TP auf 1. Das setze ich jetzt einfach mal ein. Das hat was gebracht. Ich brech ab. Verfehlt. Ey, super. Geflohen. Geflohen. Und die heilen sich jetzt. Und er setzt die Prominenz ein. Das absorbieren wir. So, und weg mit euch. Naja gut, mit dem einen Rad zumindest. Der andere Drohnen, heiliger Zorn. Okay.
Oh, komplett hochgeheilt hat er mich fast, nur wegen seinem Zauber da. Wieso ging das jetzt daneben? Es gibt doch gar keinen Grund, daneben zu schlagen. Oder hat irgendjemand was eingesetzt, damit unsere Trefferrate sinkt? Ich glaube wohl kaum. Ach, sag mal, das ist ja fürchterlich im Moment. So, Thron ist aufgestiegen. Level für Thron erhöht, Stärke um 1. Heiliger Zorn gelernt. Thron möchte mit dir sprechen. Hörst du zu? Ja. Ich möchte dir dies hier geben. Ich hoffe, es wird dir bei deiner Suche helfen. Du erhältst eine Lockflöte. Zeichen der Wandlung sind an Thron zu erkennen. Ja. Gut, passiert leider nichts. Würde mich nämlich wirklich sehr interessieren, in was er sich denn weiterentwickelt. Heilperlenkette. Zack. Ich bräuchte aber was für die MP. So. Muss da unbedingt was kaufen. Hab ich beim letzten Mal schon gesagt, ne? So, Moment. Ich rufe die Karte auf, damit ihr seht, was ich meine. Ich muss bestimmt hier in diese Ecke, oder? Was meint ihr? Kann ich ranzoomen? Ach Gott, nee. Ich kann nur herauszoomen. Ich denke, dass ich dahin muss. Dann sollte ich vielleicht komplett durchrennen und den Weg nach links nehmen. Muss ich ja vielleicht. Doch muss ich, um dahin zu kommen. Ich kann ja meistens nur zurücklaufen und nicht nach vorne. Wisst ihr, was ich meine? So, Moment, ich muss kurz auf die Karte gucken. Genau, hier rüber. Ja, alles klar, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Skill, Pisaka. Setz das bitte alles nochmal ein. Dankeschön. Und Licht. Lichttoma. Super. Ah, das kann ich hier wahrscheinlich gar nicht einsetzen, weil es hier hell ist. Aha. Hallo. Dich kann ich ja jetzt mal versuchen zu überreden, dich uns anzuschließen. Weil dieses Mal bekämpfen wir dich ja nicht, weil du in einem Büffel bist. Vielleicht funktioniert das jetzt. Ich wollte das sowieso mit Shitstorm probieren, weil er ja aufgestiegen ist. Mit den anderen Dämonen muss ich gleich probieren. Dankeschön für die Heilung. Sehr aufmerksam von dir. Ich soll mich dir anschließen. Rangar ist immer noch misstrauisch. Gib mir 1500 geben. Sei nicht so geizig. Gib mir das, okay? Nicht einwilligen. Oh, gut. Dann gib mir dies. Oh. Einwilligen. Hey, du hast nicht so viel. Ja, ich hab die alle verbraten. Glaubst du, du kannst mich wegen meines Alters täuschen? Ah, ist wütend. Ich töte dich. Das ist der Preis dafür, dass ich wütend bin. Mach dich bereit. Entkräften. Jetzt hast du es mir aber gegeben. Nochmal reden. Ich soll mich dir anschließen. Ist immer noch misstrauisch? Ja, gebe ich dir. Sei nicht so geizig. Heilperle nicht einwilligen. Ich habe kein Interesse. Ich gehe jetzt. Und tschüss. Schönen Tag noch. Ich frag dann deine Schwester. So, und jetzt? Genau, hier wollte ich hin. Hier wollte ich hin. So, und hier kann ich doch bestimmt auch irgendwo runterfallen dann, oder? Warum kann man hier nicht runterfallen? Was ist denn das für ein Quatsch? Das hier ärgert mich doch jetzt. Das macht mich wahnsinnig. Warum kann ich hier jetzt nicht runterfallen? Ich habe safe damit gerechnet, dass ich da runter muss. Critical, sehr gut. Yes. Moment, du greifst ihn aber an. Du kannst ihn weiter angreifen. Sehr schön. So, dann würde ich mal sagen, einfach mal drauf. Vergeltung. Nicht so gut. Aber das hat nicht so viel abgezogen. Komm, den schaffen wir. Den machen wir klein. Jawohl. Oder ich muss hinten in das Loch dann reinfallen. Wenn das hier jetzt wirklich die einzigen zwei Löcher sind, in denen man reinfallen kann, dann muss ich hier vorne in das rein. Dann habe ich dann im Keller die falsche Entscheidung getroffen. Ja, ich suche gerade nach einem Weg, um dorthin zu kommen. Wenn man mich lässt. Meine Güte, jetzt haben die da echt doch einen Dämon von mir erledigt. Und zwar drohen. So, die Bewegung um 1 erhöht. Möchte mit dir sprechen. Yes, was liegt dir auf dem Herzen? Nimm mein Geschenk. Du erhältst magischer Spiegel. Dankeschön. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wen ich jetzt hier in die Gruppe da noch mit aufnehme. Rufe.
komm du doch mal mit. So, Skill Shitstorm. Einmal alle bitte. So, inklusive dir. So, nein. Nein, das ist nicht richtig. Da, ja. Hier muss ich rein. So, und dann habe ich hier unten was falsch gemacht. So, Skill. Pisaka. Lichtoma. So, hier bin ich dann eben falsch gelaufen. Dann geht es nicht da lang, sondern geht es hier lang. So, jetzt bin ich hier. Kann ich das erkennen? Ich glaube, ich muss hier rein. So, hier in dem roten wird es ja nicht sein. Okay, sehr schön. So, dann kann ich ja nur hier weiter zur Truhe. Bitte, 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 lass mich durch. Dankeschön. Ja, du hast Chakra Topf erhalten. Okay. Hallo, ihr stört hier gerade ein bisschen. Gletscherstoß. Jawohl. Was kannst du denn? Reflektiert Magieangriffe. Ewige Ruhe. Ja, setz das mal ein. Glaube ich zwar nicht. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, aber... ja. Na, was soll ich dazu sagen? Und Moment. Hier habe ich auch nochmal Eis. Yes, dann kommst du nochmal mit Gletscherstoß. Perfekt. So, dann schlag mal zu. Was war denn das für ein Angriff? Das hat ja ausgesehen, als wollte sie die umarmen. Okay, wieso nicht? Wenn es hilft. 211, sehr gut. 1244. Okay. Nein! Jetzt bin ich hier. Okay, das ist gar nicht so schlimm. Dann kann ich nämlich bei Quell des Lebens mich regenerieren. Wo ist denn der... ah, Spitzklicker. Da kann ich mich nämlich immer gut dran richten, wo ich hin muss. Okay. So, dann kann die mich nochmal hier regenerieren. Dann kann ich auch Droh nochmal mit in die Gruppe nehmen. So, heil uns mal bitte. Dankeschön. Super. Gruppe zurück ins Inventar. Du rufen Drohen. Bitteschön. Super. Da haben wir das doch toll gemacht. So, dann einmal hier rüber. Hier rein, ne? Glaube ich. Yes. Muss schon die Karte nicht mehr aufrufen. Anrufen. Ja, wieso nicht? Ich kann ja mal probieren, die Karte anzurufen. Okay. Nochmal Opal erhalten. Ah, Shitstorm erreicht schon bald die nächste Stufe. Oh, schön. Vielleicht lassen mich dann die Gegner ein bisschen in Ruhe. Und konfrontieren mich nicht hier. Einer nach dem anderen. Natürlich. Ich hab's ausgesprochen. In Ordnung. Shitstorm erreicht Level 75. Super. Und dein Level hat sich erhöht. Bitte passe deine Werte an. Ja, ich werde es nochmal in die Magie reinstecken. Ist das okay? Ja. Kriegsschrei. Erlernt. Geldplätze sind voll zum Verwerfen, senkt körperlichen Magieangriff stark bei allen Gegnern. Ja, weiß ich. Es kostet aber 80, ne? Nee, das brauchen wir nicht. Den Skill verwerfen, ja. Antikraft wurde verworfen. Super. Weiter geht's. So, hier rein. Nee, falsch. Oh. Ja, natürlich. So, dann kann es jetzt weitergehen. Ich habe euch ein bisschen zu spät hier reingeholt. Ich war gerade voll in Gedanken, als ich jetzt hier am Kämpfen gewesen bin. Ja, noch ein... Nein, stopp. Welche Plattform war das hier, ne? Dann wäre es ja jetzt sinnvoll. Komme ich dann auch von hier da rein? Wahrscheinlich nicht. Ich muss dann schon die zweite Tür hier nehmen. Okay. So, einmal. Dann muss ich darüber. War so klar!
Super, der hat uns 680 Marker gegeben. Wenn wir die Deckung runternehmen. Bitte. Ja. Okay. So, dann einmal hier runterfallen, bitte. Sehr schön. Ich wusste jetzt gerade nicht, ob ich jetzt hier woanders bin. Das hat gerade so ausgesehen. Okay. Hier nicht lang, sondern hier lang. So, Moment, jetzt muss ich kurz aufpassen. Da brauche ich nicht lang zu gehen, also muss ich hier lang. Ich muss hier lang. Aber das ist eine Sackgasse. Ja, super, ganz toll. Aber wo hätte ich da jetzt lang gehen müssen? Da ist doch eine Sackgasse gewesen. Ich gehe jetzt auch nochmal hier zur... Wo ist sie hier? Da gehe ich auch gerade nochmal zu ihr hin. Die kann mich nochmal komplett regenerieren. Das ist nichts gewesen mit 676 Erfahrungspunkte. Dankeschön. So, schnell hier rein. Shitstorm. Oh, Mann, 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 Mann. Genau, heil uns bitte mal. Dankeschön. Wir sehen uns hoffentlich nicht nochmal. Zumindest mal nicht unter diesen Umständen. Ich möchte hier nämlich jetzt gerne vorwärts kommen, wenn man mich lässt. Das hier ist ja der Horror gewesen. Ich kann ja gerade nochmal zurücklatschen. Ich bin aus dem Kampf geflohen. Ey, die sind ja... Das ist... Oh, nee. Diese Monster gehen mir hier so auf den Sack. Oh, das ist ja eine Katastrophe hier mit denen. Mit diesen kleinen Äffchen da und diese Schatten. Diese Schatten, die sind so unfassbar nervig. Ah, der ist in Ordnung. Der braucht nur 4 Schläge und dann ist der raus. Zack, so schnell kann es gehen. Da braucht jetzt auch keinen Kampf nachzukommen. Das kam jetzt so oft vor in den Kämpfen, dass da ständig dann neue Monster erschienen sind. Echt eine Katastrophe. Ja, ich lasse mich jetzt trotzdem nochmal in das Loch reinfallen, in dem ich jetzt eben gewesen bin. Aber mir kommt es irgendwie so vor, als würde es da nicht weitergehen. Muss ich dann vielleicht dann doch in das andere Loch? Aber da ging es ja von Anfang an nicht weiter, oder? Alles ein bisschen seltsam. Ich blicke hier nicht so durch. Ich verstehe. Fürchterlich. 1705 Erfahrungspunkte. Dankeschön. Genau. Ich lasse mich jetzt einfach mal trotzdem nochmal da hinten in das Loch fallen. Und dann sehe ich ja, wie es da dann von da aus weitergeht, falls es da weitergeht. Das ist ja eh eine Sackgasse gewesen und ich hatte nur diesen Weg. Wisst ihr, was ich meine? Ja gut, jetzt kann ich eh nicht mehr zurückgehen. Genau. Hier runter. Das Licht, ja, meine Güte, das geht auch alles viel zu schnell. Das ist alles nicht schön. Es ist nicht schön. Nein, nein. Ich bin da wieder zu flott gewesen mit meinen Fingern. So. Dann hier. Nochmal runter. Dann kann ich gleich nochmal ins Menü und Licht anschalten. Weil das geht oben nicht, weil es ja hell ist oben. Ich versuche mich zu beruhigen. Ich finde es einfach nur nervig. Da geht's nicht weiter, da geht's nicht. Nee, ich bin in der Sackgasse. Ja, aber da geht's ja auch nicht weiter. Was ist denn das? Ist doch die Leute verarscht. Seht ihr, da geht's nämlich nicht weiter. Oder ich muss mich von woanders runterfallen lassen. Ich. Aber da ist ja nichts. Moment, hier brauche ich. Da ist hier vielleicht noch ein Weg. Das ist hier drumherum vielleicht. Hat das jetzt funktioniert? Oh, da sind sie. Moment, den möchte ich ja. Den Elefant möchte ich ja haben. Mann, ey. Licht und Dunkelheit, Konterschild. Ja, von mir aus. Ich zauber jetzt hier direkt. Das hat keinen Wert. Dieser Affe da, das ist so... Also, das ist ein richtiger Affe. Gott sei Dank ist der weg. So ein Genervs. Prominenz. So, der überlebt, der wird angequatscht. So, übergeben. Übergeben. Shitstorm. Kundschaftest du mich aus? Du sagst das und weißt, dass ich ein Schändlich-Dämon bin. Ich höre, aber ich werde mich niemandem anschließen. Du verschwendest nur deine Zeit. Aha.
Na, wenn dem so ist, dann mach's gut. Du hättest eine tolle Zukunft haben können, möchte ich dir einfach mal so mitteilen. Aber du hast dich dagegen entschieden. Dann musst du sterben. Ganz einfach. Nee, da vorne falle ich jetzt runter. Yep. Nein, dann muss es einen anderen Weg geben. Dann gibt's wohl scheinbar noch irgendwo eine Stelle, wo ich runterfallen kann. Hab sie noch nicht gefunden. Ansonsten kann ich mir das jetzt nicht erklären, wieso das jetzt nicht funktioniert. So funny. Ich mag sie eigentlich. Aber dass jetzt irgendwelche NPCs lachen, gefällt mir gerade gar nicht. Bei mir ist wirklich nicht zu lachen zumute. 1705 Erfahrungspunkte. So, Moment. Hier rum. So viel zu dem Thema. Ich habe hier keine Karte gebraucht. Jetzt habe ich sie wieder gebraucht. Bin wohl scheinbar noch nicht oft genug hier entlang gelaufen. Oh. Leute, 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 Leute. Dann muss ich mal gucken. Dann bin ich ja wohl irgendwo nicht gewesen. Moment, ich habe eine Idee. Ja, genau. Von dieser Idee habe ich auch gesprochen. Diese Plattform zum Beispiel. Vielleicht, da bin ich noch nicht drauf gewesen. Die ist nämlich hier nicht eingezeichnet. Dafür muss ich dann... Da brauche ich nicht hin. Oder vielleicht kommt man da gar nicht drauf. Doch, irgendwie muss man da drauf kommen. Ich probiere das jetzt einfach mal. Wenn man mich lässt. So, die hat mir auch 580 Marker gegeben, wenn ich die Deckung runternehme. Ich hätte vielleicht diese Folge hier doch nicht im Anschluss aufnehmen sollen, weil mich das hier alles reizt. Nervt. Ich bin so unfassbar genervt von den Kämpfen hier. Als wäre es so nicht schon schwer genug. Nee, da muss man mich noch nerven. Dabei. Zweite rechts habe ich mir jetzt einfach mal überlegt. Und hier kommt schon der nächste Kampf. Und die Königin Marp ist geflohen. Ja, wenn man sonst nichts kann, ne? So genau. Hallo! Das kann nicht wahr sein. Jetzt ist hier noch mein Thron gestorben. Es waren dann auch wieder Überraschungskämpfe. Da kamen nämlich dann noch zwei Kämpfe dazu. Das ist fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Nein, 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 Auferstehungsperle. Da habe ich ja auch noch einige von. So, Moment, dann habe ich doch hier noch Lebenssteine. So, benutzen wir die erstmal. Bevor ich hier dann wieder an meine MP gehe. Gruppe, rufen, und so. Okay, so jetzt hier rein. Dann folgendes. Was ist denn da oben in der Ecke? Na gut, da komme ich eh nicht hin. Hier geht's lang. Dann bin ich hier. Genau, dann bin ich hier. Das ist gut. Und wieder dieselbe Gegnerkonstellation, die ich eben hatte. Ich nehme euch jetzt mal hier mit hinzu, weil wir diese Gegnerkonstellation, glaube ich, noch nicht hatten. Prominenz. Yes. So, dann setzt du auch noch deinen Gletscherstoß. Und niemand ist eingefroren. Das ist aber schade. Wirklich schade. Aber wir bekommen den Gletscherstoß ab. Ja, uns macht das aber nichts. Also Shitstorm zumindest nicht. Der absorbiert das. Und, bitte. Sie gehört dir. So, ich glaube, ihr dürft jetzt alle zuschlagen. Das sollte reichen. 2028 Erfahrungspunkte. Hat er mehr Erfahrungspunkte gegeben als eben? Wo das dieselbe Gegnerkonstellation war? Genau, hier wollte ich hin. Genau, hier wollte ich hin. So, jetzt muss ich dann hier... Ja! Bitte lass das richtig sein. So, Moment. Ja, das hier wird der richtige Weg sein. Hier brauche ich schon mal nicht entlang zu laufen. Super, aber wollte halt die Karte ausfüllen, deswegen bin ich jetzt dorthin. Genau. Einmal hier durch.
Sehr schön. Dann sind wir hier. Weiter geht's. Da ist eine Kiste. Verdammt! So, hier haben sie es uns aber gegeben. 1925. So, jetzt Moment. Ich muss kurz, bevor ich mich heile. Leute, das hier ist die reinste Sackgasse. Wie soll's denn hier weitergehen? Oh Mann, 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 Mann. So, Moment, heil du uns mal. Bitte lass mich hier jetzt nicht runterfallen. Willst du sie öffnen? Ja, du hast Soma einmal erhalten. Echt jetzt? So, und hier geht's ja dann schon mal nicht weiter. So, weil dann laufe ich jetzt hier hin. So, und dann, Moment, noch ein Stück. So. Hier geht's nicht weiter. Dann muss ich hier runter. Genau. Zack. Dann sind wir hier. Mal wieder. Und. Und. Gut, da muss ich jetzt nicht hin. Natürlich. Ihr geht mir so auf die Nerven. Ihr geht mir so. Jetzt schläft Shitstorm. Aber gut, die anderen sollten aber zurechtkommen. Nee, vielleicht dann doch nicht. Konterschildmagie. Ja, Gott sei Dank setzen wir keine Magie ein. 676 und ein Chakra-Tropfen. Mein Gott, ich dachte, wir machen hier Fortschritte in dieser Folge. Wir machen gar nichts. Nichts machen wir. Ja, das Licht. Ja, ja. Licht brauche ich jetzt eh erstmal gar keins. Pisaka. Estoma. Ja, wirkt bereits. Ich weiß. My bad. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Einmal hier lang. Vorne ist immer noch rot. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Rote dann irgendwann verschwindet und ich dann geradeaus durchlaufen kann. Oder ich muss irgendwo anders vielleicht noch runterfallen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe da jetzt einfach mal weiter und gucke. Natürlich. Warum müsst ihr mich so nerven? Warum? Du ganz besonders, dieser Affe, dieser hässliche. Oh, da krieg ich Zustände mit dem. Der darf mich ruhig angreifen. Nee, warte. Mach den fertig, mach den platt. Ich versuche mal hier den rechten anzuquatschen. Denn ich bin ja jetzt auch aufgestiegen, seitdem wir das letzte Mal hier gegen den gekämpft haben. Kundschaftest du mich aus? Ja. Du verschwendest deine Zeit. Das ist aber schade. Ich glaube, der kontert, oder? Nee. Zumindest macht er das nicht immer. Und tschüss. Gott sei Dank. 1511. Weiter. Da hinten dran ist doch was. Bewegt ihr euch, wenn ich mit euch interagiere, vielleicht? Auf euch habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Kontern auch nicht immer, aber oft. Drohen aufpassen. Panische Stimme. Das ist seine Schwäche. Shitstorm. Schlag zu. 207 ist raus. Du zauberst. Zweimal getroffen. Sehr schön. Die anderen dürfen zuschlagen. Eis. Oh nein. Drohen überlebt das nicht. Ah doch, er hat es überlebt. Ja, Gott sei Dank. Komm, Shitstorm. Sehr schön. 1014. Nee, ich kann damit nicht interagieren. Das ist... nein. So, hier wollte ich hin. Weil da hinten geht's ja weiter, aber ich komme hier nicht durch. So, Moment. Nein. Ich gehe erst hier rein. Nee, hier bildet sich nichts. Aber hier.
Aber ich komme da nicht hin. Ich komme nicht darüber. Natürlich! 1616. Jawohl, aufgestiegen. Aber du lernst nichts mehr. Bewegung erhöht sich. Möchte mit dir sprechen. Hörst du zu? Ja. Deine tapferen Leistungen haben mich verblüfft. Ich lobe dich und werde dir dies als Zeichen deiner Autorität geben. Nimm mein ehrliches Opfer an. Du erhältst Megiddo. Das war ein A, Stein, aber okay, danke schön. Jetzt bin ich hier. Hier. Möchte ich hier sein? Nein. Möchte ich nicht. Aber ich werde nicht gefragt. So. Dann geht es erst hier weiter. Jetzt bin ich hier. So, aber nach oben komme ich nicht. Ah, doch. Oh mein Gott, nein, ich hab's geschafft, Gott sei Dank. Oh, bitte lass das hier der richtige Weg sein jetzt. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Gott sei Dank, Gott segne uns, ey, wirklich. Ja, ich mach dich erstmal fertig. Tschüss. So, was macht sie jetzt? Magie-Konterschild. Okay, das macht gar nichts. Den darfst du mal bitte in Ruhe lassen. Shitstorm. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich brech ab. Ich brech ab. Bin ich so froh jetzt? Hoffentlich kann ich jetzt abspeichern. Höchstwahrscheinlich nicht, aber es wäre schön, wenn ich es könnte. So. Dann darfst du jetzt dran glauben. Yes. 1616. Dankeschön. Was ist das? Ach so, fahren. Ach Gott, ja, okay, alles klar. Nee, ich muss erstmal kurz auf die andere Seite noch. Genau, der Affe muss weg. Der Affe, der muss weg, der macht mich wahnsinnig. Ganz, ganz schlimmer Gegner. Hey, Höllenfeuer ist gut. Das absorbieren wir hier ab. Ja, ja, reicht leider nicht. Die Giftklaue geblockt. Schade für dich. So. Ah, seht ihr die Rache? Er setzt das jetzt ein. Aber nicht immer, oder? Nee, nicht immer. 1511, Shitstorm erreicht Level 76. Dein Level hat sich erhöht, bitte passe deine Werte an. Ja, Vitalität. Ist das okay? Yes. Antikraft erlernt. Das ist aber nur 50%, ne? Deswegen, das können wir gleich loswerden, brauchen wir nicht. Annullieren Kraft, das ist... Obwohl, das brauchen wir auch nicht. Befindet sich in dir im Aufruhr, gewähren lassen? Ich glaube ja. Oh nee, du fühlst dich betäubt. Okay, das ist natürlich nicht so toll, wenn wir uns betäubt fühlen. Aber das ist eine Zustandsveränderung, die bekommen wir in den Griff. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, bekommst du das sogar in den Griff. Haha. Sehr gut. So, ich muss aber trotzdem mal kurz hier rüber. Einfach nur, damit ich hier gewesen bin. Okay, hätte ja sein können, dass hier vielleicht noch irgendwie was versteckt ist. So, jetzt schnell aber hier drauf. Natürlich! Muss man mich noch nerven. Jawohl, vereist. So gehört sich das. Ich weiß ja nicht, warum ihr mich unbedingt nerven müsst. Moment, ich sollte dich angreifen. Ja, damit du wenigstens aus dem Weg geräumt bist. So, Gletscherstoß. Okay. Und Angriff mit 190. Dormina. Das ging daneben. Sehr schön. Und tschüss. 1560. Ja, er ist aufgestiegen. Stärke erhöht sich um 1. Super. Okay, dann auf nach... Komme ich so jetzt nochmal zurück zum Speicherpunkt? Nee. Das würde nur auf dem anderen Wege funktionieren. Das möchte ich aber nicht. Das möchte ich nicht. Bitte lass da oben ein Speicherpunkt sein. What the flip? Okay. Ja. Jetzt sag mir nicht, jetzt fällt hier noch ein Würfel runter oder so. Oder ich werde noch irgendwo hingebracht. Darauf habe ich jetzt gar keine Lust mehr. Ich glaube, ich hatte genug gespielt jetzt hier.
1014 Erfahrungspunkte. Und du darfst dann vielleicht bald aufsteigen. So, als ich euch jetzt... Jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich mich hier draufstellen will, um rüberzufahren, oder ob ich weiter nach oben will. Du bist sanft auf dem Boden gelandet. Dämonen sind in deiner Präsenz ruhelos. Die sind doch die ganze Zeit schon ruhelos. Was ich sagen wollte, hier in dem Kampf, als ich euch jetzt rausgeschnitten habe, habe ich gerade einen Kommentar gelesen hier auf YouTube. Weil ich habe nämlich YouTube hier auf meinem anderen Rechner gerade auf und habe eine Benachrichtigung bekommen. Dann dachte ich, oh, ich nutze die Situation gerade aus, da ich euch ja eh rausschneide. Was wollte ich denn jetzt hier eigentlich machen? Ah, hier, ich habe... Nee, Quatsch, Pisaka, so rum. Ich habe den Point of No Return schon erreicht. Habe ich gerade gelesen. Super. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen geschockt, weil ich dachte, ich würde nochmal zurückkehren können. Moment. Senkt Begegnungsrate. Dann habe ich wirklich alle Magatama hier ausgelassen. Das bricht mir so am meisten das Herz. Ärgerlich. So, ich gucke jetzt mal, wo ich hier hinkomme. Oh je. Komme ich nirgendwo hin. Okay, wieso gibt es dann diese Funktion? Wieso kann man dann hier rüber? Das ist bestimmt später wichtig. Ich kann hier bestimmt noch runterfallen oder so. Oh Gott, da ist eine Kiste. So, dann kann ich jetzt hier runter oder hier nach oben. Dann gehe ich erstmal runter. Und genau, wir kümmern uns erstmal hier um den Affen. Megiddo. Ich wünschte, das wäre ein Feuerzauber. So, aufhören. Der Affe, der muss zuerst verschwinden. Und dann kümmern wir uns hier um diesen Kopf. Wisst ihr, an was mich dieser Kopf hier erinnert? An Dark Souls 1. Da gab es doch auch so ein schlangenförmiges... Ja, ich weiß den Namen leider nicht mehr. Und der erinnert mich so ein bisschen an den, dieser Kopf mit dieser Zunge. Oh, Droh, nein! Ah, das war meine Schuld. Weil er ihn doch durch die Vergeltung erledigt hat. Verdammt. Boah, die Monster, die reicht. Also jetzt reicht's ehrlich. Es reicht. Es reicht einfach. Die gehen mir auf den Sack. Heilperle, nein. Hier sind Lebenssteine. Thron, bitte. Gruppe rufen. Thron. Okay. Alles klar. Dann erstmal hier nach runter. Und mal schauen, wo uns dieser Würfel jetzt hinbringt. Ich habe jetzt mal gerade gezählt. Das sind 19 Kämpfe, die ich hier rausschneide. Ich kann das denn jetzt von der Zeit her auch gar nicht einschätzen. Wie groß, also wie lang jetzt diese Folge hier sein wird. Einmal rüber. Ich glaube hier, durch dieses Gefahren hier, komme ich an die Kiste. Okay. Ich kann ja dann gleich nochmal auf die andere Seite fahren. 1423. Thron ist aufgestiegen. Jawohl. Magie erhöht sich um 1. Entkräften. So, jetzt lasse ich mir das mal erklären, was das ist. Ja. Darf ich lesen, bitte? Senkt Angriff, Verteidigung, Ausweich, Trefferrate bei allen Gegnern. Das ist eigentlich was Gutes. Entkräft... Nein! Nein, nein! Den möchte ich nicht verwerfen. Da nehmen wir was anderes. Komplette... Was haben wir hier? Hohe Chance auf Insta-Kill bei allen Gegnern. Weg damit. Yes. Der Skill wurde verworfen. Oh, das war auch... Etwas geschieht mit Drohnen. Gewähren lassen. Ja, der entwickelt sich weiter. Er entwickelt sich weiter. Wow! Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Uriel. Ich bin Uriel vom Seraph-Clan. Ich bin entzückt. Hallo. Thron verwandelte sich in Uriel. Okay. Level 73, alles klar. Nicht schlecht. So, du hast Soma erhalten. Danke. Schluck auf. Jetzt überlege ich gerade, was ich heute Morgen gegessen habe. Oh, ne, das ist mir eingefallen.
Ich habe eigentlich zu Mittag gegessen, weil ich esse ja morgens selten was. Eigentlich esse ich morgens Müsli, dass ich wenigstens ein bisschen was esse. Aber ich hatte kein Müsli mehr, also konnte ich dann auch nichts essen. So, wenn ich das hier jetzt richtig sehe, kann ich hier entweder durch die Tür gehen oder ich kann hier mit einem Aufzug nach oben fahren, beziehungsweise mit diesem Würfel. Moment, ich muss kurz überprüfen, wie das hier funktioniert. Ich glaube, ich kann sie nämlich nicht physisch angreifen. Ja. Hatte ich das dann doch noch richtig in Erinnerung? Alle Werte gesenkt. Gletscherstoß. Okay, Shitstorm. Wir setzen ebenfalls Gletscherstoß ein. Auch wenn das die Damen jetzt nicht so trifft. Prominenz. Von Uriel. Dann kann ich ja drohen. Wenn ich den nochmal treffe, kann ich den ja überzeugend mit in die Gruppe nehmen. Denn ich weiß, bei einer Fusion ist das eigentlich... Hat das ganz gut funktioniert. Nee, Moment mal. Ich kann gar nicht No Point of Return erreicht haben, weil ich kam ja doch... Ich kam ja nochmal nach Asakusa. Fällt mir gerade ein. Ja. So, Moment. Gletscherstoß. Setzen wir hier ein. Erhöht Ausweichen Trefferrate. Angriff. Yes. Sehr schön. Ja, natürlich. Wer hat das abbekommen? Er. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen zaubern. Heiliger Zorn. Halbiert TP bei allen Gegnern. Stimmt, das hatte ich auch die ganze Zeit. Das kostet 48 MP Entkräften. Mein lieber Scholli. Uriel, da hast du aber teure Zauber. Chakra-Tropfen. Alles klar. Ich glaube, ich sollte mich aber nochmal heilen. Ja, das sieht nicht mehr so prickelnd aus. Tür öffnen. Fahren. Nee, nee, ich möchte erstmal die Tür öffnen. Okay. Hallo, Seele. Bist du das Halbscheusal? Ja. Verstehe. Dann geh hinein. Isamu wartet. Aha. Bist du das Halbscheusal? Jetzt sage ich nein. Dann verschwinde. Aha. Hier ist Isamu drin. Und ich muss dann gegen den kämpfen, höchstwahrscheinlich. Moment, ich drücke Dreieck, weil wir erstmal den Affen hier loswerden müssen. Okay. Dann mache ich das aber noch in dieser Folge. Damit das nicht zu langweilig ist. Hey, 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 hey. Wenn hier jemand ausrastet, dann sind wir das. Du hast jetzt mal Sendepause. Lebensstein. Ich kann hier aber nicht abspeichern. Okay, Skill Shitstorm erstmal hier regenerieren. So, wir haben doch einige Chakra-Tropfen erhalten. Okay, Soma-Tropfen, TP und MP. Ja gut, ich lasse das jetzt einfach mal so, wir werden schon klarkommen. Du spürst eine starke Macht hinter der Tür, möchtest du reingehen? Yes. Bitte lass mich den im First Try legen. Bitte. Ansonsten kann ich da alles neu machen. Und das wollen wir nicht. Es wird schon schief gehen. Wir müssen mal mehr an uns glauben. What the flip? Hast ja ein bisschen Ähnlichkeit mit Gog-Magog hier. Den konnte man auch so ein bisschen durchgucken. Isamu. Aber der ist immer noch böse. Bitte sag das nicht. Weil wenn ich hier wirklich sterben würde, dann wäre das so zutreffend. Dann wäre ich wirklich dumm. Sorry, but it's time to say goodbye. Forever. Oh, Entschuldigung, ich wollte das nicht wegdrücken. Okay.
schändlich. Nur. Ich greif mal an. 212. Okay. Komplette TP-Regeneration. Halbiert TP bei allen Gegnern. Das wird wahrscheinlich hier keine Wirkung haben. Senkt Angriff, Verteidigung. Ich setze das mal ein. Alle Werte gesenkt. Moment. Erhöht körperlichen Angriff der Gruppe. Und erhöht Ausweichen Trefferrate der Gruppe. Angriff. 176. Oha, das hat mich jetzt gewundert, dass das jetzt funktionierte. Gletscherstoß, ich probiere es mal mit Magie. Zweimal getroffen, ist der eingefroren. Okay, das sollte ich ausnutzen. Das sollte ich aber sowas von ausnutzen. 474, ja. Okay, Aurora. Resistenz von Noah. Okay. Gletscherstoß. Vielleicht bekomme ich den ja nochmal eingefroren. Moment. Nee, nicht heiliger Zorn. Entkräften. Alle Werte gesenkt. Du setzt auch Gletscherstoß ein. 275. Du auch? Weil er lässt sich ja eingefrieren. Gut, das hätte jetzt in dem Fall eh nichts gebracht. Er setzt Eis ein. Ist aber Gott sei Dank nicht seine seine Schwäche. Geblockt. Angriff. Ja, nehme ich auch entgegen. Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Resistenz hat sich verlagert. Moment, Moment, Moment. Aufhören, aufhören, aufhören. Mana entziehen. Na, immerhin. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt hier tun soll. Hä? Ja, übertreib. Ist geblockt. Aber nur Eis, oder? Dem sind wir ausgewichen. Probier's mal mit Feuer. Das gibt's doch nicht. Hallo? Dia. Ich heile dich. Komplette TP-Regeneration, ja bitte. Zeigt Gegnerinfos an, das wird nichts bringen. Reflektiert. Komm, ich setz das mal ein. Vielleicht bringt das ja was. Schützt die Gruppe vor Licht und Dunkelheit, erhöht Ausweichen Trefferrate. Aurora. Geblockt. Und wir sind dran. Das gibt's doch nicht. Angriff. Ich verstehe es nicht. Ich kann ja gar nichts machen. Ich probier's mal mit Items. Vielleicht funktioniert da irgendwas. Geringer Feuerschaden. Geringer Kraftschaden. Geblockt. Nein. Resistenz hat sich verlagert. Kann das sein, wenn er mit Eis angreift, dass ich dann mit Feuer angreifen muss vielleicht? Okay, das hat jetzt funktioniert. Okay. Erhöht körperlichen Angriff. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt. Erhöht Ausweichen Trefferrate. Ich setze das jetzt einfach mal ein.
Du auch bitte. Hat sich verlagert. Elektrizität setzt er jetzt ein. Muss ich jetzt vielleicht Eis einsetzen? Nee, das ist es nicht. Und Angriff. Ist es dann Kraft? Nee, es ist Licht. Ich glaube, es ist Licht. Habe ich was mit Licht? Betäubt einen Verbündeten. Habe ich kein Licht? Hier, Licht. Chance auf Insta-Kill. Hahaha, funny. Hoher Allmachtschaden. Ja! Hoher Allmachtschaden. Ich lach mich kaputt. Komplette TP-Regeneration. Super, wir haben keine MP mehr. Reflektiert körperliche Angriffe. Nehme ich jetzt einfach mal. Erhöht Ausweichen Trefferrate. Grenze erreicht. Angriff. Super. Dem Angriff ausgewichen. Ich wollte es aber probieren. Uh-oh. Shitstorm, heil dich bitte. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll jetzt. Das brauche ich auch nicht einzusetzen. Schützt die Gruppe vor Licht und Dunkelheit. Übergeben. Halt dich einfach wieder. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Angriff. Natürlich. Elektrizität. Ich probiere mal, ob ich irgendwas mit Kraft vielleicht dann. I don't know. Dunkelheit. Verstand, Fluch, reflektiert. Reflektiert. Komm, nehme ich das mal. So, und ihr alle werdet jetzt übergeben. Und dann hoffen wir einfach, dass er dann jetzt nochmal mit Magie arbeitet. Jetzt kommt das zustande. Das ist Kraft. Warum wurde das aber jetzt nicht gekontert? Kraft. Gletscherstoß. Nee, dafür muss er ja Feuer einsetzen. Wenn er Feuer einsetzt, dann muss ich mit Eis arbeiten. Er hat aber jetzt Kraft eingesetzt. Dann müsste ich jetzt mit Blitz arbeiten, oder? Komm du mal. Tausch mal mit ihm die Plätze, bitte. So, und dann gucken wir einfach mal gleich, ob wir mit der Theorie hier richtig liegen. Hoher Elektroschaden. Ja, wir könnten damit richtig gelegen haben. Übergeben. 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 Und setz das bitte nochmal ein. 243. So, jetzt ändert er das wieder. Und arbeitet mit Feuer. Das ist gut. Dann arbeiten wir nämlich mit Eis. Und vielleicht bekommen wir ihn nochmal eingefroren. Was schön wäre. Was richtig schön wäre. TP-Regeneration bei der Gruppe übergeben. Du übergibst auch. Gletscherstoß. 223. Angriff. Okay. Nochmal Feuer. Geht in Ordnung. Gletscherstoß. Habe ich ihn einmal getroffen nur? Also kann man ihn physisch nicht angreifen. Übergeben. Übergeben. Ah, der lässt den Kopf hängen. Das ist ein gutes Zeichen. 213. Ja, jetzt wechselt er nochmal. Eis. Bedeutet, ich muss Feuer einsetzen. Okay. Moment, ich habe ein Item, das bestimmt besser ist. Ich habe bestimmt ein Item, das besser ist. Moment, ich habe doch bestimmt irgendein Feuer.
Lu reflektiert, negiert, zeigt. Nee, ich hab gar nichts. Okay, dann muss ich Höllenfeuer einsetzen. Zweimal getroffen damit. Du hast nichts mit Feuer, ne? Übergib du. Du hast leider auch gar nichts. Übergeben. Du ebenfalls übergeben. Dann nochmal du mit Höllenfeuer. Zweimal getroffen. Übergeben. TP-Regeneration. Genau, setz das ein. Was ist jetzt los? Okay. Gegner am Zug. Wollte er so aussehen wie die Freiheitsstatue, oder was? Ist ihm nicht so gelungen. Okay, jetzt geht das weiter. Ich hatte gehofft, dass das wegbleibt. Ich greif mal an. Nee, verdammt. Ah, das ist wieder Eis. Ah, dieses Mal geht's aber auf alle. Okay. Höllenfeuer. Zweimal getroffen. Übergeben. Übergeben. Wenn die nur Gegenstände nehmen könnten. Können sie aber nicht. Oh, Mann. Okay, übergeben. Dann habe ich eine andere Idee. Moment, Moment, Moment. Und zwar ist das Perle des Lebens. Komplette TP und MP-Regeneration. Yes. Okay. Übergeben. Übergeben. Er ist dran. Angriff. Ja, daraus weiß ich aber nicht, was er jetzt da... Okay, Moment. Uriel, komm du mal bitte. Tausch du die Plätze mit ihm. Dir gebe ich gleich einen Chakra-Topf. Übergeben. Und hoffe, dass ich bis dahin dann herausgefunden habe, gegen welches Element er dann jetzt hier anfällig ist. Magischer Spiegel, nee. Chakra-Tropfen, ich hätte von oben nach unten müssen. Chakra-Top. Komplette TP-MP, yes. Bitteschön. Okay, dann übergeben. Und du auch. Greif doch mit Feuer an. Nee, Elektrizität? Nee, das ist Kraft. Da muss ich dann Elektrizität einsetzen. Da weiß ich Bescheid. Okay. Hoher Elektroschaden. 253. Übergeben. Übergeben. Und nochmal. 269. Okay, er wechselt wieder. Angriff. Ja, wenn er... Ich weiß nicht, was... Das könnte jetzt alles sein. Ich setz mal Gletscherstoß ein. Ja! Es ist Eis. Es ist Eis. Entkräften. Alle Werte gesenkt. Es ist Eis, Leute. Jawohl. Super. Erhöht körperlichen Angriff. Übergeben. Gletscherstoß. Auch zweimal. Perfekt. Okay, was haben wir jetzt? Feuer. Jetzt kommt, Uriel ins Spiel. Höllenfeuer. Jawohl, 208 und 215. Uriel, setz deine Prominenz ein. Yes! Das war 2x400. Erhöht körperlichen Schaden, erhöht ausweichend Trefferrate, übergeben. Ihr dürft jetzt beide übergeben. Höllenfeuer. Ja, es ist 208 und 210. Okay, was haben wir hier? Elektrizität. Dann ist das Kraft, oder?
Licht. Licht habe ich gesetzt. Es müsste Licht sein. Ich hab nichts, aber Moment. Vielleicht zählt das ja dann trotzdem. Ah, Licht ist es nicht. Okay, Angriff. Jetzt hat er nochmal gewechselt. Dia, Heil Uriel. Ich glaube, das ist dann jetzt Elektrizität. Bitte, lass es Elektrizität sein. Ja! 279. Du kannst nichts tun. Oh, jetzt wechselt er wieder. Wenn ich doch nur wüsste, wie ich das erkennen kann. Okay, das ist Eis. Das ist mir am liebsten, wenn es Eis ist. 299. Entkräften. Alle Werte gesenkt. Gletscherstoß. 317, 373. Übergeben. Und du darfst nochmal Gletscherstoß einsetzen. 306. Leider nur einmal getroffen. Oh nee, jetzt wechselt er wieder. Angriff. Ja, da muss man immer raten, was er da jetzt einsetzt, ne? Höllenfeuer? Yes, es ist Feuer. Uriel. Prominenz. Ja! Richtig gut, richtig gut. Übergeben. So, Höllenfeuer. Jawohl, zweimal getroffen. Aurora. Okay. Mana-Entzug. Das ist jetzt nichts. Entkräften. Ah, die Grenze wurde schon erreicht. Ist schon ganz unten. Oh, 212. Ja, ich muss halt was tun, damit er das einsetzt. Kraft. Elektrizität. Doch davor... sollte ich Uriel einen Chakra-Tropfen geben. Übergeben. Übergeben. Hoher Elektroschaden. 308. Übergeben. Ha, sie kommt jetzt nicht nochmal in die Reihe. Schade. Feuer. Feuer ist schön. Feuer ist mir am liebsten. Gletscherstoß. Jawohl. Ja. Tut mir leid. Übergeben. Du kannst leider gerade nichts einsetzen. Yes. Sag mal, du darfst ruhig... Ist der schwach? Der hat irgendwie was mit einem Nashorn so ein bisschen, oder? Keine Ahnung. Nochmal weg. So, Gletscherstoß. Bitte zweimal. Nein, einmal. Auch nochmal übergeben. So, komm. 380. Jetzt wird's aber spannend hier. Dann jetzt Feuer. Yes. Sehr gut. Dann wird jetzt nochmal Feuer eingesetzt. Einmal das Höllenfeuer. 230 und 219. Uriel, deine Prominenz ist gefragt. 439. Damit habe ich ihn jetzt nur einmal getroffen. Übergeben. 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 Denn er macht mehr Schaden. Deswegen skippe ich das dann lieber mit Shitstorm. 474. Ah. Jetzt sind wir wieder bei Beherrschung. Was ist denn hier los? Okay, das ist nicht schön. Hier. Uriel greift mal an, damit er nochmal hier das Element wechselt. Kraft. Sehr schön. Shitstorm, Dia, Moment, Uriel muss geheilt werden. Übergeben. Übergeben. Nein. Hoher Elektroschaden. 358. Dia.
denn sie kommt jetzt eh nicht mehr an die Reihe. Komm, du brauchst eine Heilung. Okay, und jetzt nochmal Eis, ne? Sehr schön. So, Shitstorm. Gletscherstoß. Sehr gut. Übergeben. Auch nochmal Gletscher. Ja, ja, lässt den Kopf hängen. 2x300. Übergeben. Komm. Yes. Übergeben. Komm schon. Du schaffst das, mein Stern. Okay, jetzt ist es Feuer. Sekunda. Alle. Okay. Höllenfeuer. Ja, jetzt ist natürlich, jetzt ist der Schaden natürlich nicht mehr so hoch, ne? Prominenz. Trotzdem noch die 400 erreicht. Übergeben. 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 Und nochmal Prominenz. Okay. So. Beherrschung. Nein! Pisaga. Lash Assist. Lash Assist, komm du rein. Übergeben. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches Element das jetzt ist hier mit ihm. Übergeben. Erhöht Magieangriffe der Gruppe. Dann machen wir das eben so. Nochmal die Beherrschung. Gott sei Dank. Hast du überlebt? Hier, deine Heilung. Übergeben, natürlich. Jetzt hat keine MP mehr. Übergeben. TP-Regeneration. Shitstorm, obwohl, er wird jetzt eh hier. Moment. Chakra-Topf. Für sich erstmal einsetzen. Denn er beherrscht ja Feuer und Eis. Wenn ich jetzt nur wüsste, was hier gerade abgeht. Eis. Eis, ganz dringend Eis. Gletscherstoß. Ja, ne, das ist natürlich gerade super. Übergeben. Erhöht Verteidigung, erhöht Magieangriff. Gletscherstoß. 224. Jetzt ist Feuer dran. Und wieder die Beherrschung. Okay, Höllenfeuer. 182. Übergeben. Übergeben. Höllenfeuer. Oh, jetzt ist mein Schaden natürlich nicht mehr so dolle. Okay. Und wieder die Beherrschung. Ja, damit lädt er sich halt dann auch auf. Wow, 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 Kollege. Chill mal. Flauros. Barith. Nix. Sie konnte... Ah, nee, sie konnte das nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was sie drauf hatte. Verursacht Schlaf bei allen Gegnern. Reflektiert Magieangriffe. Insta-Kill. Ach du Gott, nee, komm. Hat mit der ja gar keinen Wert hier. Übergeben. Okay, 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 okay. Nein, nein. Shit. Dann tausch mal hier. Sie hatte Kraft. Oh, Scheibenkleister. Feuer. Nee, das ist Kraft. Shitstorm, du musst dich jetzt erstmal heilen. Beziehungsweise... Entweder alles oder nichts. Perle des Lebens.
Okay. Hoher Kraftschaden. Nee, stimmt. Blockt er ja. Weil er ja in diesem Element ist. DK ja. Natürlich. Die ganzen Effekte von Lash ist es. Ist es Gletscherstoß jetzt? Ja, es ist Eis. Übergeben. Ah, nee, stopp. Du hast auch Eis. Auch zweimal getroffen. So, komm schon. Einmal nur. Shit. Okay. So, dann ist es jetzt Feuer. Da ist dann Shitstorm alleine dran. 387. Ja, da komme ich ja noch nicht mal dran. Dann heilt er sich ja mehr, als ich austeile. Höllenfeuer. Komm. 130. Übergeben. Reflektiert hoher Eisschaden, erhöht körperlichen Angriff, erhöht ausreichend Trefferrate. Übergeben, es bringt nichts. Dann sind wir jetzt bei Elektrizität. Sprich, dann müssten wir jetzt Kraft einsetzen, oder? Wir werden es gleich herausfinden. Ja, zweimal getroffen. Übergeben. Übergeben. Du heilst sie bitte. Aurora. Dann müssen wir jetzt Elektrizität einsetzen. Okay. Yes. Elektrizität. Okay, ich glaube, ich hab's jetzt raus. Das ist dann wahrscheinlich in dieser Reihenfolge. Hoher Elektroschaden. 159. Nur. Dann müssen wir jetzt Eis einsetzen. So, das absorbieren die vorne eh weg. So, Gletscherstoß. Ja! Wir haben ihn. Leute, wir haben einen Erfolg in dieser Folge. Ich brech ab. Okay. Dankeschön. Danke, 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 danke. Jawohl. Level für sie erhöht. Stärke um 1. Dunkler Schwur erlernt. Möchte mit dir sprechen. Hau raus. Hier, nimm dies. Warf dir etwas zu. Nur zu, nimm dies. Du erhältst Anti-Sturm. Zeichen der Wandlung sind an ihr zu erkennen. Aha. Level für Königin Marb erhöht. Bewegung um 1. Und eine neue Fähigkeit gelernt. Superschön. Congratulations. You stole my future. Ach Gott, der weint ja. Du hast den Unterweltstein erhalten. Und ist weg. Okay. Und weg. Oh, ich bin so froh, dass das gerade funktioniert hat. Ey, super. So, schade, dass es hier jetzt keinen Speicherpunkt gibt. Moment, wir schauen uns noch gerade diesen Gegenstand an. Wichtiger Gegenstand. Unterweltstein. Ein Relikt, das die Kraft der Unterwelt in sich trägt. Alles klar. Ja, dann muss ich in der nächsten Folge dann hier weitermachen. Ich werde erst nächste Woche hier weiterspielen können.
Na, denn ich habe hier jetzt zu viel vorproduziert mal wieder. Und dennoch fahre ich hier hoch. Weil ich die Hoffnung habe, dass ich hier oben vielleicht abspeichern kann. Oh, bitte, lass doch hier jetzt ein Speicherpunkt sein. Okay, nein, da ist kein Speicherpunkt. Alles klar, hat sich erledigt. Dann werde ich jetzt hier an dieser Stelle die Folge beenden und hier abspeichern. Beziehungsweise zwischenspeichern und hier dann nächste Woche weiterspielen. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.